Und um seinen Hunger zu vergessen, erinnerte sich Puh an seinen eigenen Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag und ich würde gerne auf Schatzsuche gehen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht weiß Eule weiter. Aber, oh, ich muss noch den Schlüssel zu seinem Tor finden. Vielleicht liegt er ja bei Kängas Haus. Hallo, Puh. Heute ist ein guter Tag, um Holz zu sammeln, falls man sowas mag, so wie ich. Der Schlüssel ist zu weit weg. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, ihn näher ranzuholen? Och je, das Tor geht nicht auf. Vielleicht sind die Scharniere verrostet. Ich brauche was, um den Rost zu entfernen. Oh,
Tigger, wie hast du es denn hier rüber geschafft? Na, durch Hüpfen natürlich. Mach doch einfach mit, mein Freund. Ich krieg das mit der Brücke schon hin für dich. Siehst du, Puh? Jetzt kannst du die Brücke überqueren. Vielen Dank, Tigger. Keine Ursache. Jetzt muss ich mich aber verhübschieden. Eule meinte, mit Magneten könnte man Dinge fangen, die... Hallo, Puh. Heute ist ein guter Tag, um Holz zu sammeln, falls man sowas mag, so wie ich. Eule meinte, mit Magneten könnte man Dinge fangen, die... magnetisch sind. Dum, dum, dum. Herrje, die Vögel haben meinen Schlüssel. Vielleicht hilft mir ja, ihn zurückzubekommen.
Ja, könntest du mir helfen, die Vögel zu fangen? Sie haben einen Schlüssel stibitzt, den ich dringend brauche. Klar, Puh. Nimm einfach das Schmetterlingsnetz, das ist ganz praktisch. Du bist ein guter Freund, IA. Mit diesem Schlüssel kann ich jetzt Eule besuchen. Freut mich, dass ich helfen konnte, Puh. Ich glaube, dieser Schlüssel öffnet das Tor zu Eules Haus. Hallo, Eule. Ich habe heute Geburtstag und würde deshalb gerne auf Schatzsuche gehen. Aha, eine Schatzsuche. Tolle Idee. Und ich weiß auch, was du dafür brauchst. Eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Du weißt nicht zufällig, wo ich eine finde? Aber natürlich, mein Liebster. Mal sehen. Ja, ich erinnere mich genau, eine solche Karte hinter einigen Büschen gesehen zu haben. Ich habe nicht genug Honigtöpfe. Oh, vielleicht sollte ich noch welche suchen. Ich glaube, Rabbit verwendet dieses Öl, um seine Gartengeräte von Rost zu befreien. Ja, ja! Der Weg in der Nähe von Kängas Hütte führt direkt zu ein paar Büschen.
Ich glaube, Rabbit verwendet dieses Öl, um seine Gartengeräte von Rost zu befreien. Oje, der Weg zwischen diesen Büschen ist viel zu eng für einen dicken Bären wie mich. Vielleicht kann ich ihn für dich breiter machen, Pooh. Das wäre in der Tat sehr hilfreich, Ferkel. Geschafft, Pooh! Vielen Dank, Ferkel. Jetzt komme ich leicht durch. Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Wenn ich mal ein Loch graben muss, wäre... Schatzkarte! Oh, ich fürchte, ich kann sie nicht lesen. Vielleicht hilft mir Eule. Diese Karte zeigt an, wo der Schatz liegt. Du hast die Schatzkarte gefunden. Gut gemacht. Ich kann sie nicht lesen. Könntest du sie mir vielleicht vorlesen? Oh, natürlich. Mal sehen. Ja, der Schatz liegt in einer Höhle auf dem Schneeberg. Oh, vielen Dank, Eule. Warte kurz, Puh. Nimm diese Kerze mit. Du wirst sie brauchen können.
Diese Kerze gibt Licht und hält mich warm, wenn es kalt ist. Diese Kerze gibt Licht.
Oh, wie schön! Ich hab den Schatz entdeckt! Honig! Lecker Schmecker! Ich werde den Honig mit allen meinen guten Freunden auf der Geburtstagsfeier teilen. Und tatsächlich, dieser Geburtstag war Puhs bisher leckerster Geburtstag von allen. Hallo, Puhbär. Was macht das Rumpeln und Pumpeln in deinem Bäuchlein? Schon besser, danke. Durch die vielen Erinnerungen an die Geburtstage habe ich meinen Hunger glatt vergessen. Wirklich? Wie schade. Ich habe dir nämlich extra Honig mitgebracht. Honig? Jetzt wo du sagst, Christopher Robin, rumpelt und pumpelt es schon wieder ein bisschen in meine Bäuchlein. Das habe ich mir schon gedacht. Wie wär's? Wir organisieren eine Party für unsere Freunde, damit alle was von dem Honig abbekommen. Und in Erinnerung an ihre Geburtstage und um Puhs neuen Honig zu genießen, veranstalteten alle Freunde im 100-Morgen-Wald ein Picknick. Und dieses Picknick wird die nächste schöne Erinnerung sein.